Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung im Livestream. Es ist heute die zweite Veranstaltung im Begleitprogramm zur Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow. Wir haben diese Ausstellung im Oktober letzten Jahres hier im Haus eröffnet. Leider ist sie bis auf weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Zu der Veranstaltung haben wir wieder gemeinsam eingeladen mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Beide Häuser haben in Kooperation mit der Stiftung Topographie des Terrors die Ausstellung erarbeitet. Das Thema des heutigen Abends ist, die Verfolgung und Ermordung der Juden in Tarnow, eine polnisch-jüdische Stadt unter deutscher Besatzung 1933 bis 1945. Und damit bietet sich in ganz besonderer Weise die Möglichkeit, vertiefende Informationen über das Thema der Ausstellung zu erhalten. Als Referentin begrüße ich herzlich Agnieszka Wierczowska. Nach dem Vortrag wird sie noch im Gespräch mit Dr. Ulrich Baumann sein, so dass wir gegen 20:15 Uhr die Veranstaltung beenden werden. Dr. Ulrich Baumann ist stellvertretender Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und damit auch Mitveranstalter. Und er ist einer der Kuratoren der Ausstellung „Der kalte Blick“ sodass uns heute zwei Personen mit großer Fachkenntnis auf dem Podium zur Verfügung stehen. Speziell erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass es zwei Publikationen zur Ausstellung gibt, die Sie erwerben können: den Katalog zur Ausstellung Der Kalte Blick sowie der Band Letzte Bilder der Mitkuratorin Margit Berner der in der Schriftenreihe Notizen visuell der Stiftung Topographie des Terrors erschienen ist. Abschließend noch ein Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen der Stiftung. In zwei Wochen, am 9. März, gibt es eine Livestream-Veranstaltung im Rahmen der Reihe im Gespräch mit Michael Wild. Und in vier Wochen wird dann die letzte Veranstaltung des Ausstellungsbegleitprogramms stattfinden. Dazu laden wir Sie jetzt schon herzlich ein. Und damit übergebe ich das Wort an Dr. Baumann, der Ihnen die Referentin des heutigen Abends vorstellen wird. Danke. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, wo auch immer. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Agnieszka Wicholska äh, hier begrüßen können, leider eben in der leider leeren Topografie des Terrors hier in Berlin. Ich bin als äh, ja, Frisch im Projekt Tätiger dieser Ausstellung im Sommer 2019 auf den Namen von Frau Wicholska, gestoßen worden geradezu von zwei Kollegen, die gesagt haben, was, ihr beschäftigt euch mit TANUF, dann musst du Agnieszka fragen. <laughs> ähm, ja, so fing die Zusammenarbeit äh, an. Die Ausstellung selbst, ähm, die Erstellung hat ja eine ganze äh, Reihe von Monaten gedauert, wie das so üblich ist. Wir waren ein Team, was ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen möchte götz ali, der historiker götz ali, margit berner, die schon erwähnung fand vom naturhistorischen museum in wien. stefanie bohrer, Bora, Stephanie Bora, hier aus dem hause topographie und ich waren das kernteam der ausstellung und haben dann die studien zu diesem, zu der Fotosammlung, die es in dieser Ausstellung geht, der beiden anthropologinnen aus Wien, die über 500 jüdische kinder, Frauen und Männer 1942 fotografiert hatten, begonnen. und teil dieser ähm, Studien für die Ausstellung war aber eben auch, Geschichte dieser Stadt Tarnow zu entwickeln. Das oblag dann äh, mir hauptsächlich äh, von 1918 bis äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, in dem Zusammenhang begannen wir dann die Arbeit mit äh, Agnieszka Wycholska. Frau Wycholska hat in Berlin und in Paris studiert und äh, hat eben dann letztes Jahr ähm, ihre Dissertation ähm, abgeschlossen, die einen etwas anderen Titel hat als der heutige Vortrag, aber Sie sehen, es ist sozusagen die Schnittmenge, die uns zusammenbringt: jüdische und nichtjüdische Bevölkerung in Polen, Mikrostudien zu Tarnow 1918 bis 1945. Diese Dissertation wird dieses Jahr. Noch erscheinen. Sie hat bereits einen Preis gewonnen, nämlich den wissenschaftlichen Förderpreis des Botschafters der Republik Polen in der Kategorie Dissertation. Agnieszka Witzolska ist auch unter anderem im Beirat eines ganz spannenden Projektes der École Normale Supérieure in Paris von Professor Claire Salz, das den englischen Titel Lubert World trägt. Das heißt, die Erforschung eines Städtels oder einer kleinen Stadt und ihrer jüdischen Bevölkerung nicht nur vor Ort zu Lubartow eben, sondern auch äh, darüber hinaus die Auswanderung äh, der ähm, Juden aus diesem Ort, äh, sozusagen eine weltumspannende Mikrostudie. Und Mikrostudie ist, glaube ich, auch eben eines der äh, sozusagen zentralen... Ansatzpunkte für die für die Arbeit an Tarnow. Ja, Frau Witzolska wird äh, uns in wenigen Tagen hier in Berlin verlassen. Ähm, sie äh, wird äh, eine Stelle antreten am Deutschen Historischen Institut in Paris. Und da wünsche ich jetzt schon alles Gute und ich freue mich jetzt auf den Vortrag. Vielen Dank. Ähm. Vielen Dank, äh, Ulrich, dass, ähm, für die nette Vorstellung, aber vor allem äh, für die Einladung, bei, dem, bei der Ausstellung mitzuarbeiten und ähm, für die Einladung, hier diesen Vortrag äh, zu halten über Tarnow. Die gegenwärtige Ausstellung, die schon mehrfach angesprochen wurde, äh, die in der Topografie des Terrors äh, ist, der kalte Blick. Widmet sich den sogenannten rassenkundlichen Untersuchungen an den Jüdinnen und Juden von Tarnow äh, im Frühjahr 1942. Aber die Ausstellung widmet sich auch der Geschichte der jüdischen Familien, dank der jahrelangen aufwendigen Recherche von Dr. Margit Berner. Das sind jene jüdische Familien, die von den beiden Anthropologinnen Kallich und Friedmann fotografiert wurden. Diesen zentralen Teil der Ausstellung umrahmen mehrere Tafeln zur Geschichte der Stadt Tarnów, in der vor dem Zweiten Weltkrieg die Hälfte der Bevölkerung jüdisch war. Tarnów liegt äh, ca. 80 Kilometer östlich von Krakau im ehemaligen Westgalizien und zählte vor dem Krieg rund 50.000 Einwohner. Und in meinem he heutigen Vortrag möchte ich mich vor allem. Den Beziehungen zwischen der nichtjüdischen und der jüdischen Bevölkerung, der Lokalbevölkerung unter deutscher Besatzung widmen. Das heißt, es ist gewissermaßen eine Perspektive von unten. Nicht die deutschen Täter werden so sehr im Fokus stehen, sondern das, was mit den Lokalgesellschaften unter der Besatzung passiert ist und im Besonderen die jüdische Perspektive auf das, was geschehen ist. Schauen wir aus der deutschen Forschungsperspektive auf den Holocaust im östlichen Europa, so geraten die vielen Städte und Städtchen in Polen erst mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 in den Blick. Aber die deutschen Besatzer marschierten ja nicht in luftleere Räume ein. Sie marschierten in Städte ein, die ein jahrhundertelanges gewachsenes soziales Gewebe besaßen, die multiethnisch und multireligiös geprägt waren. Und deshalb möchte ich zu Beginn auch einen Blick in die Zeit vor 39 werfen. In Polen lebten vor dem Zweiten Weltkrieg über drei Millionen Jüdinnen und Juden. In Polen, was ungefähr 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Die jüdische Bevölkerung Polens war sehr heterogen, was religiöse Ausrichtung angeht, was politische Parteien angeht, was soziale Schichtung angeht. Aber es war vor allem eine urbane Bevölkerung. Eine Mehrheit, also rund 76 Prozent der über drei Millionen zählenden jüdischen Bevölkerung, lebte in Städten und zum Vergleich fast 80 Prozent der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung lebte auf dem Land. Das hieß für Großstädte wie Warschau, Krakau oder Lemberg, dass Jüdinnen und Juden rund ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung ausmachten. Aber in den Kleinstädten Polens, ähm, stellten Jüdinnen und Juden oft die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner dar? Wie in Izbiza, in der Woiwodschaft Lublin mit 90 Prozent, in Piaski mit 70 Prozent, in Biugoraj mit 60 Prozent und in Tarnow zählten Jüdinnen und Juden im Jahre 36 47 Prozent der Lokalbevölkerung. Die Städte zeigen also gewissermaßen auf, wie verflochten die Welten der Jüdinnen und Juden sowie der nichtjüdischen Polinnen und Polinnen waren. Und erst durch die Studie, durch das Prisma des urbanen Raums wird erkennbar, wie sehr die Lebenswelten der Jüdinnen und Juden tatsächlich ein integraler Bestandteil der Geschichte Polens sind. Und diese jüdische, urbane Bevölkerung wurde während der Shoah durch die deutschen Besatzer fast vollständig ermordet. Durch den Holocaust verschwand, in Anführungsstrichen, ein beträchtlicher Teil der Stadtbevölkerung Polens. Was passiert, wenn 70 Prozent, 60 Prozent oder 47 Prozent einer Stadt innerhalb von anderthalb Jahren ermordet wird? Und wie der Prozess im Einzelnen vor sich ging, werde ich am Beispiel Tarnows darstellen. Aber an dieser Stelle möchte ich Sie schon dafür sensibilisieren, dass sich die Zusammensetzung der städtischen Bevölkerung im Nachkriegspolen im Vergleich zur Vorkriegszeit enorm veränderte. Es fand eine breite Umschichtung statt. Durch die Vernichtung der intellektuellen Eliten und eines großen Teils der Stadtbevölkerung, nämlich der Jüdinnen und Juden, während des Zweiten Weltkriegs konnten nach dem Krieg ganz neue Gruppen dieser Lehrstellen im urbanen Raum füllen und in dem neuen politischen System aufsteigen. Und auch das ist einer der Gründe, einer von vielen, wie ich hoffe Ihnen, im Laufe des Vortrages zu zeigen, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen nicht getrennt vom Holocaust erzählt werden kann. Lassen Sie mich also kurz auf die Zeit vor 1939 zu sprechen kommen, um zu verstehen, wie diese Stadtgesellschaften geformt waren. Im östlichen Europa gab es im Grunde vor dem Zweiten Weltkrieg äh, keine Stadt, die ethnisch, religiös oder national homogen wäre die erfahrung von alterität also von den anderen, anderen gruppierungen in der stadt war seit generationen etwas normales etwas alltäglich erlebtes das heißt dass netzwerke interethnische allianzen und gemeinsame städtische politik das alltagsgeschäft dieser städte waren die städte waren also gewissermaßen verdichtungsräume interethnischer beziehungen und solche Interaktionsräume zu untersuchen. Das habe ich in meiner Dissertation gemacht. Solche Interaktionsräume waren zum Beispiel Schulen, denn 80 Prozent aller jüdischer Kinder gingen auf staatliche polnische Schulen und drückten gemeinsam mit nichtjüdischen polnischen Kindern die Schulbank. Oder der Stadtrat. Hier sehen Sie ein Bild von dem zentralen Marktplatz im Tarnów mit dem Rathaus in der Mitte, in dem bis 1931 tatsächlich auch der Staat Stadtrat tagte. In den Städten waren ja die Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse oft umgedreht als auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Das heißt, dass politische Wahlgruppierungen in den Städten ihre Wahlprogramme nach der urbanen Bevölkerungszusammensetzung ausrichten mussten. In einer Stadt wie Tarnow, wo die Hälfte der potenziellen Wählerinnen und Wähler jüdisch war, waren also ganz andere Mehrheitsbildungen ähm, möglich als gesamtgesellschaftlich. Es gab in Tarnow seit 1906 die Tradition eines polnisch-jüdischen Bürgermeisterduos. Das heißt, der Bürgermeister war ein nicht-jüdischer Pole, während sein Stellvertreter jüdisch war. Bis 1936, bis der letzte jüdische Vizebürgermeister in Tarnow sein Amt verlassen musste. In einem Polen, das nach Piłsudskis Tod im Jahre 1935 einen enormen Rechtsruck erfuhr. In dem der Antisemitismus immer salonfähiger wurde und die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden in allen Lebensbereichen vorangetrieben wurde. Um das Rathaus herum sehen Sie den Marktplatz als Ort des Handels, war auch dieser ein sehr wichtiger Interaktionsraum. Sie sehen hier Fotos aus der Zwischenkriegszeit vom Tarnower Marktplatz. Man, äh, in den Erinnerungsbüchern äh, von Jüdinnen und Juden aus Tarnow wird berichtet, dass rund 90 Prozent aller Geschäfte in Tarnow von Jüdinnen und Juden betrieben wurden. Alle Läden in dem Rathausgebäude gehörten ausnahmslos Juden, sowie mehrheitlich die Geschäfte in dem, den säumenden Häusern. Jedoch war der Marktplatz seit den 1930er Jahren zunehmend zu einem umkämpften Ort geworden. In der, in, der, pardon, in der katholischen Lokalzeitung Nasza Sprawa, unsere Sache der Illustrierten der Tarnowa Diözese, wurde die, Zitat, Entjudung der Städte und des Kleinhandels sowie die Auswanderung der Juden aus Polen gefordert. Jeder Erfolg polnischer Nichtjuden, die auf den Märkten Juden verdrängten, wurde in dieser Zeitung gefeiert. Also gewissermaßen wurde der Bauer am Marktstand gefeiert. Ich zitiere aus der Zeitung. Hinter den Marktständen sah ich tatsächlich junge Bauern, die aus den umliegenden Dörfern kamen. Wahrlich war dieser Anblick bis Ende 1935 in unserer Gegend kaum anzutreffen. Ich war erstaunt, dass in dieser verjudeten Stadt polnische Verkaufsstände am Markt erschienen. Die nichtjüdische Bevölkerung, die ja in ihrer großen Mehrheit von der Landwirtschaft lebte, sollte, so die Redaktionslinie der Naschasprava, unsere Sache, vom Land in die Städte strömen und Positionen und Berufsfelder der Juden übernehmen. Und der Marktplatz wurde zudem zentralen Austragungsort dieser antisemitisch motivierten Versuche, Juden aus dem Kleinhandelssektor zu vertreiben und sie mit der eigenen, sprich katholisch-polnisch-nationalen Gruppe, zu ersetzen. Der Kampf um die Marktstände spitzte sich in Polen seit 1936 zu. Kampf um die Marktstände war tatsächlich so ein Geflügeltes Wort und es blieb nicht nur bei Worten. Im März 1936 fand ein Pogrom in Pschittik statt und zeitgleich wurden in Tarnow die Scheiben jüdischer Geschäfte eingeschlagen und zwar in einer orchestrierten Aktion. Die Polizei registrierte eine Welle von Beschädigungen jüdischer Kaufhäuser, Betriebe, Synagogen, Vereine und auch Privatwohnungen. In der lokalen Öffentlichkeit, in der Presse Tarnows mehrten sich Begriffe von den Hausherren, das heißt die nichtjüdischen katholischen Polen und den Gästen, womit die jüdische Bevölkerung gemein war, gemeint war, die aber seit dem 15. Jahrhundert in Tarnow lebte. Doch es ging in dieser Debatte darum, wem die Städte Polens gehörten. Das vermeintliche Hausrecht der nichtjüdischen Polinnen und Polen sollte gerade auf dem Marktplatz verteidigt werden. Ich komme jetzt. Zum Teil über den Zweiten Weltkrieg. Am 7. September 1939 nahmen deutsche Besatzer Tarnow ein. Und Sie sehen hier eine andere Perspektive ähm, auf das Rathaus und den Marktplatz. Und das Rad an dem Rathaus weht eine Hakenkreuzfahne. Und Sie sehen im Vordergrund Menschen mit den weißen Armbinden, die sie als Juden oder Jüdinnen äh, kennzeichneten. Die Zeit von 1939 bis 1945 kann man in drei Phasen gliedern. In der ersten Phase von 1939 bis Mitte 1942 gab es kein geschlossenes Ghetto in Tarnow. Das heißt, dass Jüdinnen und Juden sowie nichtjüdische Polinnen und Polen gemeinsam in der Stadt lebten, zum Teil in denselben Mietshäusern. Nachbarschaftliche Kontakte und Handelsbeziehungen waren noch möglich. Hier sind Ausschnitte aus einem Film, das von einem Mitglied der, des Besatzungsapparats gemacht wurde. Und das sind Fotos von dem Marktplatz und von Handelsszenen auf dem Marktplatz, wahrscheinlich um 1940. Und ob schon diese Art von Beziehungen, wie Handelsbeziehungen, nachbarschaftliche Kontakte noch möglich waren, waren doch Jüdinnen und Juden und nichtjüdische Polinnen und Polen von Beginn an ungleiche Opfer. Auch nichtjüdische Polinnen und Polen waren Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft. Sie wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt die städtischen eliten und politische gefangene von der gestapo verhaftet und gefoltert der erste transport ins konzentrationslager auschwitz aus dem -Gouvernement, gouvernement ging von tarnow aus über 700 männer ein großteil von ihnen war nicht jüdisch und zwar waren das lehrer anwälte gymnasialschüler lokalpolitiker zum teil jene die auch den widerstand begannen zu organisieren in tarnow wurden verhaftet und nach auschwitz deportiert aber die Jüdinnen und Juden standen in der Hierarchie, in dieser rassistischen Hierarchie, die die deutschen Besatzer auf die Lokalbevölkerung aufoktroyiert haben, ganz unten. Sie waren gezwungen, sich selbst als Juden oder Jüdin durch die Armbinde zu kennzeichnen, ihre Geschäfte mit einem weißen äh, Davidstern zu markieren. Juden durften gewisse Straßenzüge und Parkanlagen nicht betreten und wurden ganz systematisch beraubt und enteignet. Am 9. November 1939 wurden alle Synagogen Tarnows zerstört, und Sie sehen hier Fotos von der Zerstörung der alten Synagoge in Tarnów, die aus dem 17. Jahrhundert stammte. In dieser ersten Phase traten bereits Risse im sozialen Gewebe innerhalb der Lokalbevölkerung ganz deutlich hervor, weil die einen Opfer der Besatzungsherrschaft, die nichtjüdische polnische Bevölkerung von den anderen opfern zum beispiel durch die enteignung der jüdinnen und juden profitieren konnten und dieses von den deutschen induzierte machtgefälle zwischen nichtjüdischer polnischer und jüdischer bevölkerung konnte zugleich auf antisemitische vorstellungen aus der vorkriegszeit fußen und dieses machtgefälle verschärfte sich im laufe des krieges und im laufe der radikalisierung der deutschen besatzung die zweite phase Beginnt in Tarnów im Juni 1942 mit der physischen Vernichtung der Judinnen und Juden Tarnows im Rahmen der Aktion Reinhardt. Im Juni 1942 entsteht auch ein geschlossenes Ghetto in Tarnów und genau auf diese Phase möchte ich ähm, mich im Folgenden konzentrieren. Die dritte Phase ähm, begann mit der wie es im NS-Jargon heißt, Liquidierung des Tarnova ghettos im September 1943 und dann mussten die wenigen überlebenden Jüdinnen und Juden äh, sich verstecken, oft in der Stadt oder vor allem in dem Umland Tarnows. Die zweite Phase, die Aktion Reinhardt. Als Kern des Holocaust bezeichnete der Historiker Stefan Lehnstedt die sogenannte Aktion Reinhardt, ein Deckname für die Ermordung eines Großteils der Judenheiten im Generalgouvernement. Innerhalb von anderthalb Jahren in Vernichtungslagern, die von den Deutschen in Belzec, Treblinka und Sobibur errichtet wurden. Insgesamt fielen rund 1,8 Millionen Jüdinnen und Juden der Aktion Reinhardt zum Opfer. Im März 1942 trafen die ersten Transporte aus den Ghettos Lublin und Lwów-Lemberg in das Vernichtungslager Belzec ein. Am 11. Juni 1942 begann die erste sogenannte Aussiedlungsaktion in Tarnow und sie sollte eine Woche dauern. Der Begriff Aussiedlung sollte das wahre Ziel verschleiern, nämlich die Verschleppung von Jüdinnen und Juden zur Vergasung ins Vernichtungslager Bełżec. Zur Durchführung dieser Aussiedlungsaktion mobilisierte der SS- und Polizeiführer im Distrikt Krakau, Julian Scherner, Mehrere Einheiten, zum einen die, die vor Ort waren, Tarnows Sicherheitspolizei und Schutzpolizei, aber das waren insgesamt rund 40 Männer. Er mobilisierte zusätzlich noch die Gendarmerie des Landkreises Tarnow, ca. 150 Männer, sowie das ähm, Polizeireserve-Bataillon 307. Dieses Bataillon hatte schon an Massenerschießungen in Brest-Litovsk im Juli 1941 teilgenommen. Sowie SS-Einheiten des nahegelegenen SS-Truppungsübungsplatz Dembica. Insgesamt standen schätzungsweise 600 bewaffnete Männer am 11. Juni 1942 bereit und rund 74 Mitglieder der polnischen Blauen Polizei, die auch mobilisiert wurden, und ein Teil des Baudienstes. Der Baudienst bestand aus zwangsrekrutierten polnischen Männern, die im Schnitt 19 bis 20 Jahre alt waren. Einen Tag vor der Aktion erschien ein Aufruf an alle Jüdinnen und Juden, Arbeitsausweise mit Stempeln der Sicherheitspolizei zu versehen. Der Augenzeuge Leon Lesser erinnerte sich: Zitat, Am Folgetag nach der Registrierung ging der Ordnungsdienst mit fertigen Listen rum, mit Namen jener, die zur Aussiedlung bestimmt waren. Sie befahlen, das Wichtigste in ein kleines Bündel zu packen, alles andere dazulassen und ihnen zu folgen. Diese Leute versammelte man am Rinneck und befahl ihnen, sich hinzuknien. Zitat Ende. Im Laufe des Tages und an den Folgetagen war es nun nicht mehr der Ordnungsdienst, sondern SS-Männer und Sicherheitspolizei, die die Häuser durchkämmten und die Menschen ohne Stempel zum Versammlungspunkt am Markt führten. Der Marktplatz von Tarnow, der über Jahrhunderte ein symbolischer und auch realer Ort der Transaktion des Handels war zwischen Jüdinnen und Juden und den, der nichtjüdischen Bevölkerung, zwischen jüdischen Krämern und der Landbevölkerung, ähm, verwandelte sich unter nationalsozialistischer Besatzung im Sommer 1942 zu einer Todeszone der Tarnower Judenheiten. Sechs Fotos von der Aktion am Rinnik sind von diesem Tag überliefert. Sie wurden von einem Angehörigen des Polizeibataillons 307 geschossen und sind in das Kompanie-Tagebuch eingeklebt. Und das wissen wir dank der Recherche von Ulrich Baumann im Rahmen der Vorbereitung der Ausstellung Der Kalte Blick. Das sind sehr bewegende und drastische Bilder und ich möchte sie hier nur kurz zeigen. Erst am Abend sollten die Menschen zum Abtransport durch die ganze Stadt zum Bahnhof gebracht werden, um dann nach Belgiz deportiert zu werden. Aber die Aussiedlungsaktionen beschränkten sich nicht nur darauf, Menschen in Sammelstellen zu gruppieren, um sie dann abzutransportieren. Der Historiker Omer Bartov erinnerte uns daran, dass man sich die Shoah nicht nur als einen industriell betriebenen Massenmord in weit entfernten Vernichtungslagern vorstellen muss. In Tarnow sollte das passieren, was im NS-Jargon Örtliche Aussiedlung hieß. Eines der makabersten Euphemismen, wie der Historiker Christopher Browning schrieb, denn sollte Aussiedlung die Verschleppung in ein Vernichtungslager verschleiern, so war das Oxymoron örtliche Aussiedlung gleichbedeutend mit Massenexekutionen vor Ort. Im Sommer 1942 richteten die deutschen Besatzer ein öffentliches Blutbad auf dem Rinneck an. Bereits hier begannen die deutschen Täter, die hier kauernden Jüdinnen und Juden zu erschießen. Den ganzen Tag hörte man Schüsse, erinnerte sich Blanka Goldmann. Es habe sich angehört, als sei die Front in der Nähe, berichtete ein anderer Zeitzeuge. Es sei ein, Zitat, kollektives Töten, ein großes öffentliches Schauspiel auf dem Tarnowarinek. Ein Lamentieren, Schluchzen und Weinen erhob sich vom Rinek. Man konnte davon wahnsinnig werden. Zitat Ende. Überlebende beschrieben, dass der Rinnek Blut getränkt war. Die Deutschen befahlen dem Judenältesten Arthur Volkmann, fuhren von Vasant herbeizuschaffen, um das ganze Blut zu übertünchen. Zu der Zeit gab es noch kein geschlossenes Ghetto in Tarnow und Jüdinnen und Juden lebten im ganzen Stadtraum verstreut. Das Morden war nicht einzugrenzen. Die deutschen Täter, bald alkoholisiert, gingen dazu über, Jüdinnen und Juden aus ihren Wohnungen herauszuzerren und direkt auf der Straße, vor der Haustür, zu erschießen. Der jüdische Arzt Josef Korniwo erinnerte sich: Zitat, zum Kulminationspunkt dieser Aktion wurde das Saufgelage zur Mittagszeit. Betrunkene Männer der Gestapo, SS, deutsche Gendarmerie, gingen von Haus zu Haus und ließen sich die Meldekarten zeigen. Jene ohne Stempel brachte man auf den Hof raus oder in eine nahegelegene Grünanlage und erschoss sie dort. Auch die Tochter des Arztes, Halina Korniwo, konnte aus ihrem Fenster sehen, wie SS-Männer, mittlerweile betrunken, in Wohnungen, Häusern und Höfen schossen. Der Baudienst sei bei der Aktion auch dabei gewesen und einige Zeugen berichten, wie die Jungen vom Baudienst ebenso alkoholisiert Jüdinnen und Juden mit Äxten töteten. Ich habe hier eine Karte von Tarnow ähm, und ich habe hier jene Stellen eingezeichnet, an denen in dieser ersten Aktion im Juni 1942 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Und wie Sie an dieser Karte sehen können, es fand überall im Stadtzentrum statt. Und das sind nur die Orte, wo in den Quellen die genaue Adresse angegeben war. Und das war natürlich in den seltensten Fällen der Fall. Aus diesem Grund war das Morden nicht vor der nichtjüdischen Bevölkerung geheim zu halten. Franziska Goldstein erinnerte sich, dass einige nichtjüdische Polen und Polen ihre Häuser äh, und Wohnungen als christlich markierten, damit sie nicht fälschlicherweise von den Deutschen herausgeholt wurden. Zitat ich war damals zeugen als polen in der jasnerstraße in ihren fenstern heiligenbilder aufstellten um einen besuch von den deutschen zu entgehen die angst befiel alle erinnerte sich der nichtjüdische pole roman kolaczinski immerfort erreichten uns furchterregende informationen über rinnsteine voller blut über die vielen auf den straßen liegenden leichen über die hallenden schreie voller verzweiflung und verzagen der juden eugeniusz michalik ebenfalls nicht -jüdisch, blieb der Anblick der Treppe, die von der Anhöhe des Rinek auf der Südseite herunterführten, im Gedächtnis haften. Nun ist die große Treppe umgebaut, schrieb er, aber damals waren dort Pflastersteine und in der Mitte ein Abfluss. Dort floss auch das Blut bis ganz nach unten. Ende. Man konnte sich diesem erleben. Wie jüdische Männer, Frauen und Kinder umgebracht wurden, sagte eine Augenzeugin, Zitat, in Tarnow einfach nicht entziehen. In dieser einen Woche, im Juni 1942, wurden 12.000 Jüdinnen und Juden umgebracht. Also 40 Prozent der in Tarnow zu Beginn der Aktion lebenden Jüdinnen und Juden. In einer Woche. 8.000 starben in den Gaskammern von Belgitz, während rund 4.000 vor Ort erschossen wurden. Im September und November 1942 fanden weitere Aktionen statt und im Januar 1943 zählte Tarnow noch ca. 5000 Jüdinnen und Juden. Innerhalb eines halben Jahres wurden 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung Tarnows aufs grausamste Art und Weise ermordet. Ich erzähle das deshalb hier so genau, weil für mich die Frage im Vordergrund stand, was diese Art, des Mordens, des Tötens für die Beziehungen zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Lokalbevölkerung Tarnows bedeuteten. Was bedeutet ist, ist, dass die Shoah in der eigenen Stadt sozusagen vor der eigenen Haustür sich abspielte? Und vor der eigenen Haustür ist nicht metaphorisch gemeint. Die nichtjüdischen Stadtbewohnerinnen und Bewohner sahen und hörten, wie ihre Nachbarinnen und Nachbarn, Handelspartnerinnen und Partner, Schulkameradinnen und Kameraden in der Stadt und der Umgebung ermordet wurden. Sie sahen Leichen, sie sahen das Blut, sie sahen die Transporte zum Bahnhof, sie sahen Haufen voller Kleidung, die verlassenen Wohnungen und manche stolperten buchstäblich über Leichenteile in den umliegenden Wäldern. Die Shoah war also für die Lokalbevölkerung nicht etwas Abstraktes. Man musste nicht viel Vorstellungskraft besitzen, man musste nicht wissen, was mit den deportierten Jüdinnen und Juden geschah. Vielmehr war es im besetzten Polen eine mit allen Sinnen wahrnehmbare Erfahrung des Genozids in der eigenen Heimatstadt. Die Gewalt war so allgegenwärtig und präsent, dass die nichtjüdischen Einwohnerinnen und Einwohner Tarnows sich dazu verhalten mussten. Alle waren somit nolens Wollens involviert in das sich abspielende Geschehen. Natürlich waren die Handlungsmöglichkeiten der nichtjüdischen Polen und Polen extrem beschränkt. Also es geht hier nicht darum um ein aktives Eingreifen. Dazu war die Übermacht und der, die Brutalität der sich zu der Zeit in der Stadt befindenden bewaffneten deutschen Truppen zu stark. Vielmehr geht es mir an dieser Stelle darum zu vergegenwärtigen, wie nah und unmittelbar die Erfahrung der Gewalt für die gesamte Stadtbevölkerung war. Szenen von Mord und Gewalt, Demütigung, bringen sich tief in die Psyche des Einzelnen ein, schrieb der Psychoanalytiker André Leder, und fangen an, auf den Menschen zu wirken. Aus heutiger Sicht ist das Wichtigste, dass sich dadurch die Grenzen des Vorstellbaren verschieben, dessen, was ein Mensch dem anderen antun kann. Er benennt es als eine Erschütterung der menschlichen Ordnung. Es hat zudem eine hochsymbolische Bedeutung, dass diese erste Aktion direkt am Marktplatz stattfand. Die nichtjüdische polnische Bevölkerung war selbst Opfer der deutschen Besatzung und hatte ganz grundsätzlich andere Interessen als die deutschen Besatzer. Aber dadurch, dass ein erheblicher Teil der urbanen Bevölkerung, also die Jüdinnen und Juden der Stadt ähm, nach den Aussiedlungen nicht mehr da waren, um es euphemistisch auszudrücken, und zwar nicht durch polnisches Verschulden, eröffneten sich aber dennoch Leerstellen in jenen sozialen und ökonomischen Positionen, die die ethnischen Polinnen und Polen schon lange für sich eingefordert hatten. Es schien als könnte durch die deutsche Judenvernichtung, bildlich gesprochen, der Weg des Bauern zum Marktstand geebnet werden. Am Tag nach der Aktion, am 19. Juni 1942, wurde ein geschlossenes Ghetto eingerichtet. Von den rund 30.000 Jüdinnen und Juden, die noch Anfang Juni in Tarnow waren, überlebte knapp die Hälfte und diese wurde in das Ghettoareal verbannt dem ärmsten Viertel Tarnows. Zitat, eine Hälfte der lebendigen Stadt ist umgekommen, erinnerte sich Roman Kolaschinski. Nur Häuser blieben, Läden, Werkstätten, Fabriken. Das, was passierte nun mit den Dingen der Ermordeten oder ins Ghetto eingesperrten Jüdinnen und Juden? Mit den Wohnungen, Geschäften und Werkstätten? Sie sehen hier die Grenze des... Ähm, des Ghettos und Sie sehen das in drei verschiedenen Farben, weil das Ghetto nach jeder Aktion ähm, verkleinert wurde. Die Nutznießer dieser ähm, verlassenen, in Anführungsstrichen, Wohnungen, Geschäfte und Werkstätten waren vor allem die deutschen Besatzer und die deutschen Truppen vor Ort. Wie die Historikerin Melanie Hembera ausgedrückt hat, wurde Tarnow zu einem Eldorado, besonders für ähm, Mitglieder, Angehörige der Sicherheitspolizei Tarnows. Trotz der Versiegelung der Wohnungen brach ein Teil der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung in die Immobilien ein, um des jüdischen Besitzes habhaft zu werden. Einige Fälle sind von der, jüdischen, äh, sind von der polnischen Staatsanwaltschaft Pardon, noch im Jahre 1942 dokumentiert worden. Es gibt ganze Listen von dem, was ähm, weggekommen ist. Ähm, und wir wissen aus diesen Akten auch, dass einige Menschen wie auch in anderen Städten, das der Fall war, richtig mit Pferdewagen kamen, um Möbel ähm, und andere Sachen wegzutransportieren. Nicht alle ethnischen Polen und Polen machten mit. Doch das Ausmaß der hinterlassenen Dinge von nahezu der Hälfte der Stadtbevölkerung war immens. Der Versuchung, sich nicht zu bereichern, zu widerstehen, musste eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Fragen, die sich die Nachbarinnen und Nachbarn stellten, können wir uns nur vorstellen. Sollten Sie zum Beispiel Möbel, Bettwäsche, Kleidung aus der Nachbarwohnung der verschleppten und ermordeten Jüdinnen und Juden herausholen? Und wenn Sie es nicht täten, so würde sich wohl ein anderer Nachbar dieser Sachen bemächtigen. Und wenn keiner von uns diese Sachen nehmen würde, dann würden es die Deutschen tun. Und warum sollten die Deutschen, die Mörder, die ganzen Dinge bekommen? Es ging im Alltag dieser besetzten Gesellschaften, es ging im Alltag der nichtjüdischen polnischen Bevölkerung auch darum, im Prozess der Umverteilung des jüdischen Besitzes nicht zurückzustehen. Dieser Prozess wurde durch die deutschen Besatzer während der Shoah in Gang gesetzt, aber dieser Prozess der Umverteilung des jüdischen Besitzes war enorm. Die Trieb Triebkraft des Wettbewerbs unter den nichtjüdischen Polinnen und Polen ist in dieser Situation nicht zu unterschätzen. Die hypothetischen Fragen der Alltagswirklichkeit, die ich hier gerade vorgestellt habe, stelle ich auch deshalb, um zu vergegenwärtigen, dass die nichtjüdische Lokalbevölkerung auf sehr vielfältige Weise eingebunden war in die soziale Dynamik, die die deutschen Besatzer durch die Shoah ausgelöst haben. Nicht alle haben auf die eine oder andere Weise von dem Mord an Jüdinnen und Juden profitiert, aber die Möglichkeit, es zu tun, war buchstäblich zum Greifen nah. Bislang wurden 23 Familien aus Tarnow als Gerechte unter den Völkern geehrt. Es gab Menschen, die sich entschieden, Jüdinnen und Juden zu helfen, obschon ihnen und ihren Familien die Todesstrafe dafür drohte. In meiner Doktorarbeit analysiere ich ganz minutiös 40 solcher Helfergeschichten, also weit mehr als jene, die als Gerechte geehrt wurden. Und zwei Dinge fielen mir dabei besonders auf. Zum einen, dass Helfen immer ein sehr dynamischer Prozess war. Und ein dynamischer Prozess, an dem sich die versteckenden Jüdinnen und Juden ganz aktiv beteiligt waren und eine enorme Eigeninitiative aufwiesen. Zum zweiten waren die Geschichten voller Wendungen, Stresssituationen, die sich verstecken und helfen mussten, mehrmals umdisponieren, neue Verstecke mussten gefunden werden, aus Angst vor der allgegenwärtigen Gefahr der Denunziation, die in eigentlich allen Berichten der jüdischen Überlebenden auftaucht. Und auf diese Angst vor dem polnischen Umfeld, erkannt und den Deutschen ausgeliefert zu werden, möchte ich im letzten Teil meines vortrages genauer eingehen aus den quellen geht eindeutig hervor dass der ghettozaun das war tatsächlich ein zaun und keine mauer zumindest rein physisch keine unüberwindbare barriere darstellte josef mansdorf ging zum beispiel oft aus dem ghetto um mit lebensmitteln zu handeln mit miederwaren und zigaretten zu handeln david fromowitsch verließ das ghetto mehrmals suchte sich verstecke Blieb dort einige Zeit. Wenn die Verstecke unsicher waren, ging er weiter. Und wenn er nirgends mehr ein Versteck fand, dann ging er ins Ghetto zurück. Und das wiederholte sich dreimal. Also dreimal versuchte er draußen Verstecke zu finden, fand immer nur welche für eine Zeit, ging dann ins Ghetto zurück und bereitete die nächste Eskapade auf die sogenannte arische Seite vor. Auch Gisela Fudim ging aus dem Ghetto und überlebte dadurch eine der Aktionen. Aber trotz arischer Papiere, die sie sich besorgt hatte, konnte sie keine sichere Bleibe finden und auch keine Arbeit und sie entschied sich, ins Ghetto zurückzugehen. Wenn es also nicht die physische Barriere war, die Jüdinnen und Juden davon abhielt, auf die arische Seite zu gehen, was machte dann die räumliche Grenzziehung so wirksam? Mit anderen Worten, warum überquerten nicht noch mehr Jüdinnen und Juden den Zaun und flohen aus dem Ghetto? Wenn sie doch seit Beginn des Ghettos, also seit der ersten Aktion, wussten, dass die Deutschen massenweise Jüdinnen und Juden töteten, warum kamen sie sogar ins Ghetto zurück? Zuallererst machte die deutschen bewaffneten Vollstrecker und ihre Helfenden von der polnischen blauen Polizei diese Ordnung wirksam. Es war unter Todesstrafe verboten, das Ghetto zu verlassen, und die Sicherheitspolizei verstreckte auch Mehrerer solcher Todesstrafen. Sie erschoss einfach Menschen, die sie außerhalb des Ghettos auffand. Aber nicht nur die Präsenz der deutschen Besatzer barg kein Risiko, sondern auch das nicht-jüdische polnische Umfeld. Die ethnischen Polinnen und Polen konnten Jüdinnen oder Juden auf der arischen Seite erkennen und sie denunzieren, was gleichbedeutend war mit einem Todesurteil. Zitat, viele Polen gingen herum, besonders zwölf, dreizehnjährige Jungen, so bis 20 Jahre alt, und zeigten den Deutschen auf den Straßen, du Jude, berichtete Leon Lesser. Regina Bienenstock sind ebenfalls du, äh, sind ebenfalls die Jude-Jude-Rufe ethnischer Polen und Polen im Gedächtnis haften geblieben. Die Deutschen hätten eine Jüdin bzw. einen Juden gar nicht erkennen können, erinnerte sich Israel Bajer. Die Polen erkannten uns, weil sie mit uns zusammenlebten. Ein deutscher Soldat wusste es nie. Die Kulturwissenschaftlerin Elspieta Janicka unterstrich deshalb eine Art performativen Charakter der Ghetto-Grenze, der verstärkt wurde durch den, Zitat, omnipräsenten und allsehenden Blick des polnischen Wächters. Gewissermaßen, so der Historiker Jan Grabowski, trug jeder Jude und jede Jüdin das Ghetto in sich. Lern Lesser aus Tarnow erinnert sich, Juden fühlten sich umzingelt, ohne Unterstützung, ohne Hilfe, ohne Sympathie. In der öffentlichen Diskussion zur Einschätzung der Rolle der nichtjüdischen Polinnen und Polen ähm, während des Holocaust wird häufig das Argument hervorgebracht, dass man ja nicht ähm, Heroismus von Menschen erwarten kann, besonders nicht unter Gewaltherrschaft. Eine Minderheit der ethnischen Polinnen und Polen half Jüdinnen und Juden. Und die, die es taten, setzten ihr eigenes Leben und das ihrer Familien aufs Spiel. Doch an den oben genannten Beispielen wird deutlich, dass sich genug nicht-jüdische Polinnen und Polen fanden, die den Jüdinnen und Juden ihre Überlebenswege erschwerten. Sie hinderten oder störten sie daran, sich zu verstecken, Hilfe zu bekommen und damit zu überleben. Auch nicht-jüdische Polinnen und Polen war die Macht, die sie durch die Fähigkeit zum Erkennen und das damit verbundene Wissen hatten, durchaus bewusst. Es oblag ihnen zu entscheiden, wie sie mit ihrem Wissen über falsche Identitäten, über versteckte Menschen umgingen. Aber passiv bleiben konnten sie mit diesem Wissen nicht. Das illustriert eine aus heutiger Sicht absurd klingende Begebenheit, von der Mirczysław Marianski berichtete. Ich zitiere. Nach dem Krieg, als ich Überlebende aus Tarnow traf, hörte ich hier und da, dass ein gewisser Fahrer namens Staschek sich rühmte, mich während deutscher Besatzung gerettet zu haben. Ich begegnete ihm eines Tages und wollte ihm von ihm hören, auf welcher Grundlage er diese Fantasterei behauptete. Wie denn? fragte er, ehrlich erstaunt: Erinnerst du dich denn nicht, wie oft ich dich in Tarnow getroffen habe, selbst dann, als es keine Juden mehr in der Stadt gab? Aber ich habe dich nicht an die Deutschen denunziert. Das war also die Rettung, der er sich rühmte, schreibt weiter Marianski. Diese kleine Bes Geschichte bestätigte mein Subjek meine subjektive Theorie. Wenn einige Polen uns nicht hätten sehen wollen, uns, also diejenigen Juden, die sich bereits auf der arischen Seite eingerichtet hatten, wie viele mehr hätten dann die Besatzung überlebt? Vielleicht hat es Taschek also gewissermaßen recht. Er hätte mich doch verraten können. Zitat Ende. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr die Bevölkerung, äh, die, auch die nichtjüdische Bevölkerung, in einen von den Deutschen induzierten malignen sozialen Prozess einbezogen war, auch wenn sich Einzelne entschieden, nicht zu denunzieren. Dass sich Wegdrehen, Überlebenswege nicht aktiv zu verhindern, glich also schon eine Rettung. Und die Jüdinnen und Juden, konnten sich nicht auf eine soziale Norm des Schweigens und des Wegdrehens verlassen. Und das sieht man ganz deutlich aus den Berichten in den Quellen. Dieses soziale System funktionierte nur durch die deutschen Besatzer. Ohne die NS-Vernichtungspolitik und Praxis gegenüber Jüdinnen und Juden wären solche Konstellationen unter der Lokalbevölkerung nicht möglich gewesen. Doch sie konnten zugleich auf antisemitische Einstellungen der Lokalbevölkerung fußen, welche die Jüdinnen und Juden außerhalb des Wir-Kollektivs verorteten. Und zunehmend nahmen die Polinnen und Polen auch Juden als Todgeweihte wahr, als jemanden, den man ungestraft töten konnte. Am 18. Januar 1945 marschierte die Rote Armee in Tarnow ein. Im Februar 1945 zählte Tarnow 232 Jüdinnen und Juden. Das waren weniger als ein Prozent der jüdischen Bevölkerung, die noch im Mai 1942 hier gelebt hatte. Auch nach dem Krieg gab es gewalttätige Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden und auch einige Morde. Sie sehen hier auf dem Bild die Bima, den letzten erhaltenen Teil der Alten Synagoge Tarnows, die sie vorhin in einem der Bilder brennen sahen. 1993 reiste Amos Laviel nach Tarnów, ein jüdischer, überlebender Tarnowianer, der in Tarnów zum 50. Jahrestag der Liquidierung des Tarnower Ghettos sprach. Ich zitiere: Wenn wir durch Tarnów schreiten, erkennen wir jede Straße, jeden Winkel, jedes Haus. Jeder Ort ruft uns unsere Nächsten ins Gedächtnis, die nicht mehr da sind. Das blieb von unserem Tarnow, Erinnerungen und Steine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für diesen ja, sehr eindrucksvollen Vortrag der sehr tief hineingeführt hat, auch emotional in die, in die Situation der zu Tode bedrohten, aber auch der Umwelt. Ich möchte vielleicht, bevor wir wieder dort ansetzen, wo du jetzt geendet hast, noch mal zurückgehen zunächst mal in die zwischenkriegszeit, und dich vielleicht noch mal bitten das etwas zu umreißen was du ähm, äh, sehr, sehr stark schon zugespitzt hast äh, politisch äh, mit, dem Stand, mit dem streit um die marktstände und auch angerissen hast mit der kommunalpolitik und den, dem stadtrat und den bürgermeistern. Ähm, du hast ja sozusagen noch weitere, weitere felder ausgeleuchtet. In deinen Studien. Und ähm, dazu gehört auch der, der Alltag selbst, ähm, Schule zum Beispiel, äh, Nachbarschaft, soziale Beziehungen. Ähm, vielleicht kannst du da nur zunächst mal noch etwas zu sagen. Ähm, eingedenk, dass es wahrscheinlich sowieso schwierig ist, zu generalisieren, weil ähm, sicherlich äh, aufgrund des sehr, sehr diversen jüdischen Milieus in Tarnow, also ähm, sehr, natürlich sehr viele orthodoxe, auch hassidische Familien, aber eben auch bürgerliche ähm, bis hin zu, äh, zu Angehörigen sozusagen der sozialistischen Bewegung. Ähm, natürlich, man nicht auf sozusagen, über eine, sozusagen eine Kategorie setzen kann. Aber ähm, ich sage mal, da, wo soziale Beziehungen zwischen den Gruppen ansetzen, wie gestalteten die sich? Ich frage das dann eben doch wieder auf den, mit dem Hintergedanken, natürlich für die Zeit nach 1939 und nach, nach der Festigkeit oder der Zerstörbarkeit von Beziehungen, die vorher da waren. Auch, auch der vielleicht etwas privateren Beziehungen, genau. Das ist eine sehr große Frage und ich überlege gerade, wie ich sie prägnant beantworten kann. Aber vielleicht fange ich mit einer Anekdote an. Als ich angefangen habe zu, zu recherchieren für meine Doktorarbeit, ging es mir sehr um diese Beziehungsebene zwischen der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung. Und ich habe mich gefragt, wo waren so Interaktionsräume, wo ich genau das beobachten kann. Und ganz schnell bin ich zum Schluss gekommen, dass der Stadtrat ja eigentlich so ein super Feld ist, um das zu, ähm, zu, zu erörtern. Und, und mit dieser Folie bin ich ähm, reingegangen in die Akten und ähm, die Protokolle des Stadtrats sind fast vollständig erhalten für die, die Zwischenkriegszeit und habe mir diese Protokolle angeguckt und war ganz verzweifelt am Anfang, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie niemanden interessiert, wer nun in diesem Stadtrat jüdisch ist und wer nicht jüdisch <laughs> ist und dass diese ethnische Dimension... Im Grunde für dieses politische Alltagsgeschäft gar nicht so eine Rolle spielt. Und dann habe ich mich gefragt: Naja, so wie, wie definiere ich überhaupt Beziehungen und wie definiere ich Gruppen und macht es überhaupt Sinn, so stark von den Juden und den nichtjüdischen Polen zu sprechen, wo es doch um Interaktionen ging. Und ich habe mich dann sehr schnell dafür entschieden, so ein Konzept von, von Rogers Brubaker zu nehmen, nämlich Ethnizität ohne Gruppen. Also zunächst erstmal zu gucken, wie gruppieren sich Menschen überhaupt und dann zu schauen, wann spielt, wieso spielt, ähm, in, in, sozusagen, warum spielt Ethnizität dabei eine Rolle oder nicht. Und das sage ich vor dem Hintergrund. Weil nämlich die, sowohl die jüdische als auch die nichtjüdische Bevölkerung in Tarnow extrem heterogen war. Also, wir haben auch im Stadtrat orthodoxe Juden, wir haben sozialistische Juden, wir haben also auch eine extreme Durchmischung, also was soziale Schicht angeht. Und ich hatte das ähm, Gefühl aus den Quellen, dass sehr lange Zeit so wie politische Weltanschauung, soziale Schicht, ökonomischer Status, eine viel größere Rolle spielt, wie in der Stadt politische Entscheidungen gefällt wurden. Und dann war für mich interessant zu sehen, wann kippt das eigentlich, wann ist Ethnizität sozusagen der Hauptmarker, wo man die anderen, ähm, nicht politisch die anderen, nicht ökonomisch die anderen, sondern eben der Jude als der andere ähm, wahrnimmt und damit Politik gemacht wird. Ähm, aber das zeigt sozusagen, dass das Feld sehr, sehr breit ist. Und natürlich waren die ähm, lange Zeit zum Beispiel in, in dem Stadtrat, äh, waren so hitzige Debatten zwischen den ähm, äh, orthodoxen Juden und den Bundisten im Stadtrat. Und die Allianzen waren überhaupt nicht ethnisch gemischt. Und dann kippt es aber, und in Tarnów ist das relativ deutlich, dass es kippt mit dem Tod von Josef Piłsudski. Und mit dem Rechtsruck und der beginnenden ähm, Gruppierung um das, um das ehemalige rechte Sanatia-Flügel, was dann im Februar 37 zum Ausonnen wird, also mhm. zu der ähm, äh, nationalen äh, Vereinigung. Also, vielleicht ganz kurz sozusagen Pesulski als der, der Staatschef, äh, noch vielleicht eine Ergänzung sozusagen. Genau, und nach seinem Tod 1935 äh, dann Sanatia war seine, seine politische Bewegung und. Äh, ähm, sozusagen die, die verändert sich, das Land verändert sich, äh, ja. Genau. Aha. Und in der heutigen polnischen Forschung, also es ist lange Zeit, ging sozusagen dieser Bruch äh, mit Piłsudskis Tod gerät die Situation in Polen sozusagen immer mehr nach rechts, wird immer mehr nationalistisch und die Lage der polnischen Judenheiten verändert sich. Das war lange Zeit sozusagen so der allgemeine Stand mhm. der Forschung. Mittlerweile gehen Forscher auch etwas weiter zurück und sagen, na ja aber man kann nicht sagen, dass es keinen Antisemitismus in Polen gab und mhm. dann erst mit 35 also mit Pysutskis Tod so ein Aufflammen, sondern das muss man sozusagen mhm. viel mehr in Traditionslinien schon vor 35 sehen. Aber in Tarnow ist es tatsächlich so, dass 36, also mit etwas Verzögerung, so viele Sachen nacheinander passieren, mhm. wo einfach deutlich wird, der Antisemitismus ist salonfähig. Er ist der Marker, der die Menschen sozusagen einteilt in, wer ist Jude, wer ist Pole. Und dann ändert sich auch die Sprache. Vorher war, war die Sprache etwas ähm, differenzierter. Man versuchte nicht von Polen und Juden zu sprechen, sondern eben von nicht-jüdischen Polen oder von Katholiken und Juden. Also nicht alle, aber es gab eine Sensibilität dafür. Und dann verändert sich das mit 36, wo immer mehr so ganz klar in ganz starren ethnischen Kategorien gedacht wird. Ähm, und das ist für Tarnow aber ganz deutlich mit dieser Zäsur ähm, 36, also mit etwas Verzögerung nach Piłsudskis Tod, ähm, deutlich. Aber das heißt ja auch, dass es so etwas wie ähm, eine, eine Matrix gab, auf die man zurückgreifen konnte, ein gewisses kulturelles Muster, ähm, wo dann ähm, sozusagen alle wussten sofort, was gemeint ist. Also als dieser... Letzte jüdische Vizepräsident gehen musste, war für mich, als ich die Protokolle las, nie so richtig klar, warum der eigentlich aus dem Amt musste. Mhm. Aber ähm, je mehr ich las, je mehr ich die Kommentare las, wurde ganz klar: ein Jude ist in dieser Position 36 in einer mittelgroßen Stadt in Polen nicht mehr zu halten. Und das heißt, dass das sozusagen ein Rückgriff möglich war auf so eine Muster, die, die, die kamen nicht vom, sozusagen von irgendwoher auf einmal 36. Mhm. Die waren da, aber, man konnte damit, aber die waren jetzt opportun. Man konnte damit Politik mhm. machen und jeder wusste, was gemeint ist, wenn man äh, die Bienenstocks sagte. Ja? Mhm. Also das, da jeder wusste das und Juden, die wollen wir nicht. Also das fiel auch auf einen Nährboden, ähm, ja, auf ein kulturelles Muster, das schon bekannt war. Und was private Beziehungen, das war sozusagen auf dieser Ebene, ja. aber das vergiftete auch sehr viel. Man kann, man sieht es in den Schulen, man sieht es in den privaten Beziehungen. Und die privaten Beziehungen, das ist natürlich etwas, was unglaublich schwer zu erforschen ja. ist. Aber und da kann man kann man jetzt nicht abschließend was sagen, aber es gab und es gab mehrere Überlebende, die ich interviewt habe, die gesagt haben. Ja, wir gingen zur Schule, wir hatten auch irgendwie Schulfreunde, aber zu Hause, da zu uns kamen nur ja. Jüdinnen und Juden. Mhm. Ähm, aber es gab andere, die sagten äh, Nö, Nö, das war also das war ganz. Ich hatte Freunde, die waren sowohl Jüdinnen und Juden auch als jüdische Menschen. Also ähm, quantitativ kann man das nicht zählen, aber ich glaube, es gab auch sowas wie ähm, ja, wie eine unsichtbare Grenze, die aber ganz unterschiedlich war. Ich erinnere mich jetzt an ein Interview von Ludwig Garmada, der sagte: Es gab diese unsichtbare Mauer zwischen Juden und Nichtjuden in Tarnow. Ähm, und dann sagte er: Aber es gab auch die soziale Schichtung, die extrem mhm. war. Ein reicher Jude hatte mit einem reichen Nichtjuden viel mehr gemein mhm. ähm, als mit einem armen Juden. Und er selbst hat sich sozusagen so als sohn in diesem intellektuellen assimilierten Milieu bewegt und er kannte kein Jiddisch und er sagte: ähm, Die Arbeiter, die Hasidim, die mögen wir nicht. Mhm. Ja, die jüdischen Arbeiter aus dem Arbeiterviertel, die Armen, die Hasidim, das ist uns völlig, das ist uns völlig fremd. Also es gab unterschiedliche Grenzziehungen und die Frage ist, wann welche Grenzziehung eigentlich die, die, wirksamste, die mhm. wirksamste wird. Ja frage das sozusagen auch tatsächlich auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, Forschungen in Zug einer ganz anderen Region, ähm, die viel länger noch zurückliegt als in ähm, 90er Jahren, sogar 80er Jahren, als äh, sogar Abiturient und Student dann irgendwann äh, in Südwestdeutschland in kleineren Landgemeinden, wo ich äh, sozusagen die Generation der um 1900 Geborenen noch befragen konnte und auf der anderen Seite dann jüdische Emigranten die die gleiche Frage gestellt haben nach Nachbarschaft und so weiter. Und es ist ganz ähnliche, ganz ähnliche Antworten auch für Deutschland, zumindest für diesen ländlichen Raum mit dieser unsichtbaren Grenze, aber auch Gemeinsamkeiten, durchaus auch im Vereinswesen, im Sport. Das scheint mir in Tarnow auch nicht so der Fall gewesen zu sein. Da scheint mir auch sagen, der Sport zum Beispiel war ethnisch organisiert. Ähm, aber das, ähm, das ist offenbar etwas, was, was eben für verschiedene europäische Regionen auch ähm, festzustellen ist. Die Frage ist natürlich, ähm, um den großen Sprung nach 1942, 1943 zu machen, inwieweit ähm, solche Bekanntschaften, wenn es sie gegeben hat, äh, vielleicht ein ähm, Muster der Rettung war. Also solche Vorkriegsbekanntschaften, bist du, bist du da auf Muster gestoßen in diesen 40 Fällen, die du genauer angeschaut hast oder spielte das äh, eigentlich weniger eine Rolle? Ähm, naja, das, das war eine, eine der Hauptfragen für mich, war, mhm. ähm, was, 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 welche Art von Beziehung bleiben resilient trotz des, der Besatzung? Mhm, ja. Und das ist natürlich sehr schwer, weil, weil man, also das ist ja eine Stadt von 50.000 Leuten, das, da kann ich nur sozusagen ausgewählte Fälle untersuchen, aber aus den, aber mal, und nicht alle erzählen darüber, woher man die Helfenden kannte. Also, dass auch wenn man Quellen ja. hat, weiß man nicht, kannten die sich vorher, kannten die sich nicht. Aus einigen Fällen wissen wir das, aber zu meiner Überraschung war das nicht eine der. Hauptmotive, dass man Freunden und Freundinnen half. Ähm, und das kann sozusagen erstaunlich wirken. Ich hatte ja ähm, auch selbst Interviews geführt mit jüdischen Überlebenden aus Tarnow und konnte sie dann auch fragen, wie, 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 wie haben Freunde geholfen, auch bei Familien, die, die sehr enge Beziehungen in das nicht-jüdisch-polnische Umfeld haben. Und dann ähm, meinte die, die Dame, meinte äh, nein, aber die Menschen hatten Angst. Und gerade bei denen, die mit uns befreundet waren, hätte man ja vermutet, dass sie mhm. Jüdinnen und Juden verstecken würden. Ob das so eine Erklärung ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt auch mehrere Forscher, die auch zu dem breiter geforscht haben, statistisch geforscht haben. Und es ist tatsächlich so, dass Freundschaft nicht unbedingt eine der Markierungen ist, wem man hilft aber unter umständen und das konnte ich in meiner studie auch nachweisen dass menschen die mit jüdinnen und juden befreundet waren vor dem krieg halfen nicht unbedingt den freunden nicht unbedingt jenen die sie persönlich gekannt haben ähm, aber anderen, anderen jüdinnen und juden und hilfe war auch ja ein, ein sehr dynamischer prozess ich glaube dass sehr viele menschen im augenblick die der ersten Hilfe nicht unbedingt damit rechneten, dass man jemand über Jahre bei sich versteckt. Ja. Das, das, waren ja, das waren ja Prozesse. Manchmal versuchten sie Menschen zu helfen, andere Bleibe zu finden, anderes Versteck zu finden. Die, die, die Leute kamen wieder, als das Versteck versagte. Und dann irgendwann hat man sich dann entschieden, dann, dann musst du hier bleiben. Oder man, man, man wurde bezahlt für eine Woche des Versteckens. und dann traute man sich nicht mehr, wollte man diese Person nicht mehr wegschicken. Es war, gab auch viele Fälle, wo es genau umgekehrt war. Ähm, aber das, war viel, das kann man nicht zu eins, Freundschaften kann man nicht eins zu eins übersetzen. Ich hatte auch zum Beispiel das eine, ich hatte eine Schule untersucht, wo die Hälfte der Schülerschaft jüdisch war und dann, einen, ähm, und dann einen Fall untersucht, der hier auch in der Ausstellung thematisiert wird, von einer Gruppe von Jüdinnen und Juden, die sich in der Mühle von Augustin Dagnan versteckt haben. In dem Dachboden haben sie mit Hilfe von nichtjüdischen Polen da eine zweite Wand reingezogen und haben sich dort eine Zeit lang versteckt. Und das, was interessant war, ist, dass. Ähm dass fast alle in, vorher in dieselbe Schule gingen. Mhm. Fast alle Helfenden und auch ähm, zwei der Kinder, die ah, dort ja. versteckt wurden. Mhm. Und nun wissen wir nicht, ob die sich kannten oder nicht, aber vielleicht spielt es gar keine Rolle, weil vielleicht war dieser gemeinsame Schulbesuch und dass die alle irgendwie in derselben Gegend lebten, nämlich in so einem ärmeren Viertel, ähm, minimierte vielleicht ein Gefühl von kultureller Differenz bei mhm. denen, die dann geholfen haben. Mhm. Also, das waren ja. Ähm, der Sohn von Augustin Dagnan sagte, das waren ja Jungen wie wir. Ja. Ähm, und dieses und das war vielleicht weniger dieses Platzieren außerhalb des Wir-Kollektivs. Aber aber da war auch die Hilfe sehr sehr sporadisch. Man half, half bei dem bei dem Einzug der der zweiten Wand. Es gab einen, der ähm, das Essen brachte, ja, der dann genau. später ermordet wurde. Ja. Ähm, also von daher war das auch so ein Netzwerk. Und ich habe gezählt, nach den Erzählungen von Israel Unger, also einem der Kinder, der dort versteckt war, mussten sie mindestens zehn Personen gewusst haben, dass ich dich dort versteckt habe. Und die haben sich erfolgreich versteckt. Also, sie haben bis zum Kriegsende überlebt. Also, das ist, glaube ich, auch ähm, ein, eine Schwierigkeit bei der ganzen Erforschung ähm, dieser, dieses Aspektes Verstecken, aber auch vielleicht umgekehrt Denunziation. Ähm, die, also das war ja nur ein Versteck in der Dagnanmühle und da waren es schon irgendwie zehn, zehn Personen wenn Menschen dann gewechselt sind von zu mehreren Verstecken hat sich das natürlich automatisch irgendwie ausgedehnt auf noch einen größeren Kreis und das ist, das ist eben schwierig zu, eben zu fassen, genau umgekehrt kam mir bei deinen Erzählungen ähm, zu, zum Jahr 42, 43 dann so in den Sinn, ja gut, diese, ähm, diese Personen, die dann in der Stadt gerufen haben, Jude, Jude, äh, auch dies ist, ähm, es, es, es bedarf ja nicht vieler, die sowas machen. Am Ende in, in so einer Stadt von 50.000 äh, Einwohnern oder dann eben nach dem ersten Mord sind es ja sowieso schon mal 40 oder noch weniger. Aber äh, äh, wenn, das, wenn das, wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, ein paar Dutzend waren, hat das ja katastrophale Wirkung. Aber äh, sozusagen äh, zahlenmäßig ist es ja dann gar nicht so viel. Bloß das nachzuweisen... Ist, äh, oder, oder auszuzählen, ist, ist ja völlig unmöglich. Ja, ja es, ist, es ist unmöglich. Und man kann das, das, diese Frage zuspitzen darauf, dass man sagt, es reichte ja nur einer, ja. dass der bereit war zu denunzieren. Ähm, und die Frage ist, hatten diese Menschen, die sich versteckt haben, Juden und Juden, haben sie Angst gehabt vor so Einzelnen? Mhm. Aber nein, mhm. ich denke, sie hatten, mhm. und das wird ganz klar aus mhm. den Berichten, sie hatten Angst vor einer ah, ja. ähm, Stimmung. Vor einer Stimmung und vor allem, da, ich denke, mhm. sie konnten sich nicht darauf verlassen, dass es eine soziale Norm gab man denunziert nicht man sagt es nicht mhm. es gab ja es sind ja eher die helfenden die rettenden mhm. die sich vor ihren Nachbarinnen und nachbarn verstecken mussten dass sie juden versteckten mhm. das war ja die soziale norm das mhm. war nicht die, die sozusagen die, die helfenden ähm, hatten angst vor ihren nichtjüdischen Nachbarinnen und nachbarn und wenn wir wenn wir darüber sprechen, dass sozusagen die Todesstrafe, also sie konnten mit der Todesstrafe äh, bestraft werden für das Verstecken von Jüdinnen und Juden. Und wir, wir, wir kennen natürlich in Polen viele solcher Fälle, wo mhm. das passiert ist. Und die meisten wurden von ihren Nachbarinnen und Nachbarn denunziert, mhm. bevor die Deutschen die. Jüdinnen und Juden entdeckt haben. Das heißt, dass das war eher die Norm, zu, zu, zu verstecken, dass man, also zu, zu verheimlichen, dass man Jüdinnen und Juden versteckt. Und das, denke ich, ist wichtig, dass es nicht eine Norm des Schweigens gab, die verlässlich war für diejenigen Jüdinnen und Juden, die das Ghetto verließen. Mhm. Und ich glaube. Das beantwortet ein bisschen deine Frage vielleicht, ja. obwohl Sie nicht richtig wie können Sie das, zahlen, wie können das zahlenmäßig nicht fassen. Aber auch eine weitere Anekdote, die das, glaube ich, sehr gut darstellt, war die Geschichte. Von einem, ähm, im Umkreis von Tarnow, im ländlichen Gebiet. Denn in dieser dritten Phase sind ja viele aus der Stadt rausgegangen. Mhm. Und das war auch einer der Gründe, viele, die aus dem Ghetto Tarnow rausgegangen sind, sind erstmal aus Tarnow raus. Ja. Denn sie wollten nicht von ja. Nachbarinnen, Schül im ehemaligen Mitschülern etc. Gefunden wer äh, erkannt werden. Sie konnten sich nicht verlassen, dass diese Beziehung halten wird. Sie mussten raus, weil man sie in der Stadt erkennen konnte. Also das allein schon. Und dann in der dritten Phase haben sich viele auf den, auf, im ländlichen Gebiet versteckt. Und es gab eine Geschichte, wo ein Jude von jemandem versteckt wurde und dann das Versteck unsicher wurde und der Helfende gesagt hat, du musst jetzt abhauen, du musst gehen. Und in der schieren Verzweiflung dieses jüdischen Mannes ist er von Haus zu Haus gegangen, also so laut der, der, der Akte ist er von Haus zu Haus gegangen, hat dann den, an den Türen geklopft und das heißt natürlich, dass mehr und mehr Menschen in diesem Dorf wussten, es mhm. gab einen Juden, der sich verstecken will und damit war es unmöglich, ihn zu verstecken, weil da war die die Gefahr wuchs exponentiell, ja. dass dass jemand ihn verraten würde und dann war die Frage, wer denunziert ihn mhm. und schließlich endete es so, dass also dass der Mensch, der am Anfang geholfen hatte sich entschieden hat zu denunzieren. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, ob das der Druck der anderen war oder ob er selbst vielleicht gedacht hat, bevor jemand anders denunziert, dass er sich bei ihm versteckt hat, ist mhm. er der Denunziant. Ähm, die deutsche Polizei war über, die, also die Deutschen, es war, gab keine Deutschen in diesem Dorf. Mhm. Er musste irgendwo anders hin, um diesen Juden zu denunzieren. Mhm. Und der, er ließ sich, und das steht so in den Akten, er musste sich ein Fahrrad von dem Nachbarn leihen, um. Zu, 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 zum Denunzieren zu fahren. Aber das zeigt diese soziale Dynamik und die Angst ähm, dieser Menschen, ähm, wie man mit so jemandem auf der Flucht, mit einem Juden auf der Flucht umgeht. Es gab nicht, und das zeigt sozusagen, was war die Norm? Was war, was war die gesellschaftliche Norm? Auf was konnte man sich verlassen? Und es war klar sozusagen, es gab keine Norm des Schweigens an diesem Beispiel. Und wenn du jetzt von Akten sprichst, dann ist das dann tatsächlich nach dem Krieg aufgearbeitet worden, dieser Fall von diesem Dorf? Ist das, hat das diese Denunziation in dem Fall jetzt strafrechtliche Konsequenzen gehabt für den Denunzianten? In diesem besonderen Fall glaube ich nicht. Mhm. Und das sind, also dieser besondere Fall ist aus den Akten ähm, des August-Dekrets. Das, das sind Nachkriegsakten, mhm. in denen Menschen angeklagt wurden wegen Kollaboration, ja. also im Wortsinne den Deutschen zur Hand gehen. Mhm. Ähm, und diese Akten sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, dass, wenn ich mich recht erinnere, es waren so viele, dass ich hoffe, dass ich mich in diesem Fall recht erinnere, waren das äh, Ermittlungsakten und... Ob es zu einem Prozess kam oder nicht, bin ich mir nicht sicher, aber es hatte keine strafrechtlichen Verfolgten, für diesen Mann, der angeklagt wurde, denunziert zu haben. Mhm. Aber sie zeigen gewissermaßen auch sozusagen so Milieustudien durch, mhm. die, durch die Zeugenaussagen, die während der Ermittlungen mhm. stattfanden. Genau. Mhm. Ja, also ähm, mir fallen natürlich jetzt noch ganz viele äh, Fragen ein. Äh, wenn, ich glaube, dass wir aber von der Zeit her jetzt auch schon... Ähm, am, am Limit angekommen sind, ich würde an sich hätte ich gerne noch über ähm, wir haben jetzt einen Sprung gemacht von der Vorkriegszeit zur, ähm, zur Zeit 42, 43. Ich wäre eigentlich gerne noch mal zurückgegangen für, für in, in diese Phase 39 bis 42 und die Frage, wie diese Stadt sich organisiert hat, als es eben noch kein geschlossenes Ghetto gab. Ähm, aber ähm, da müssen wir vielleicht einfach auch auf dein Buch warten. <laughs> so ist das dann. Und ähm, ein Stück weit haben wir es ja auch versucht, eine Ausstellung äh, anzusprechen. Allerdings eben wie gesagt ist sie halt zurzeit geschlossen und äh, wir müssen halt äh, dann schauen, dass, dass wenn es wieder aufgeht, dass wir dann ja viele Menschen damit erreichen. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch äh, persönlich und im, auf, ja, im, im, im Namen der, der beiden Stiftungen vielen Dank nicht nur für den Vortrag heute, sondern für deine Mitarbeit an unserem Projekt. Das war sozusagen äh, sehr, sehr wertvoll. Äh, Gold wert, <laughs> sozusagen für die, für, 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 für die Erstellung eines, eines so nahen Bildes von dem, was in dieser Stadt passiert ist. Und ja, ähm, ja, alles Gute für, für den neuen Abschnitt jetzt und äh, ich hoffe, dass, dass wir da in vielen Bezügen weiter auch zusammenarbeiten können. Vielen herzlichen Dank. Ja. ja. ja.